Im Jahr 2000 haben die Vereinten Nationen 8 weltweit gültige Entwicklungsziele formuliert. Was wurde in den letzten 15 Jahren erreicht? Welche Ziele konnten nicht umgesetzt werden? MDGs 4 bis 6 setzen sich zum Ziel, weltweit Kindersterblichkeit zu reduzieren, die Gesundheit von Müttern zu verbessern sowie HIV, AIDS, Malaria und andere Krankheiten zu bekämpfen. Wir haben uns gefragt, welche unterschiedlichen Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit bei uns und anderswo existieren und welche davon im deutschen Gesundheitssystem als relevant eingestuft werden und welche nicht. Außerdem wollten wir wissen, wer von der medizinischen Versorgung in Deutschland profitiert und wer davon ausgeschlossen wird. Dazu haben wir den Sozial- und Kulturanthropologen Professor Hans-Jörg Dilger besucht, der unter anderem medizinethnologische Forschungen in Tansania und Berlin durchgeführt hat. Von ihm wollten wir wissen, wie er persönlich Gesundheit und Krankheit definiert. Mein persönliches Verständnis von Krankheit oder auch Gesundheit hat sich sehr stark eigentlich damit auch verändert, dass ich auch Forschung eben durchgeführt habe in Tansania, im ländlichen und auch im urbanen Tansania und da auch sehr viel dazugelernt habe, wie andere Menschen in anderen Gesellschaften eben genau diese zentralen Themen ja auch in jedem möglichen individuellen Leben auch verstehen. Diese Wahrnehmung, dass ich krank bin, dass ich einen Stupfen habe, dass ich Fieber habe, dass ich mich krank fühle, die ist natürlich in beiden Gesellschaften auch vorhanden. Wie man damit umgeht, ist eine sehr unterschiedliche Art und Weise manchmal. Ich denke, ein Beispiel, wo sich es vielleicht ganz gut auch deutlich machen lässt, ist, dass natürlich auch unterschiedliche Krankheiten Prävalenz sind in den verschiedenen Gesellschaften. In Tansania fand ich immer sehr erstaunlich, dass Menschen, die zum Beispiel Malaria-Symptome haben, das mitunter sehr leicht genommen haben, weil sie es einfach gewohnt sind, dass sie sich selber therapieren, dass sie zu einer kleinen Apotheke gehen, sich Medikamente kaufen und erst, wenn es sozusagen sehr viel schlimmer wird, ins Krankenhaus gehen, sich untersuchen lassen oder auch einen Heiler aufsuchen, da würde ich viel früher natürlich reagieren. Da habe ich ein anderes Empfinden, was mich bedroht, was auch für mich natürlich als eine schwere Erkrankung ist und die ja auch lebensbedrohlich ist. Und da merkt man sehr gut sozusagen, also wie relativ dann in dem Moment solche Krankheitswahrnehmungen auch sind und wann ich reagiere, auf was ich reagiere. In Deutschland werden Gesundheit und Krankheit fast ausschließlich mit dem individuellen Körper zusammengedacht. Deshalb werden in unserer Gesellschaft auch hauptsächlich biomedizinische Therapieangebote gemacht. Aber wenn wir genau hinschauen, dann haben wir eine unglaubliche Vielfalt auch an Behandlungs- und Heilungsmöglichkeiten im Bereich der alternativen Therapien, ob das Akupunktur ist, ob das Homöopathie ist, ob das Ayurveda ist, ob das also verschiedene Formen von Heilung, die über Migration dann nach Deutschland gelangt sind. Oder auch die Vielfalt an Heilungskirchen. Und man sieht es eigentlich gerade in einer Stadt wie Berlin sehr gut. Und das ist eben dann auch oft viel weiter gefasst, als es nur der Blick auf den individuellen Körper eigentlich sozusagen eröffnet. Also da geht es dann eben genau um diese weiteren sozialen Lebensverhältnisse, das Umfeld der Menschen und ihren Alltag, in dem dann ihr Leiden eingebettet ist. Auch Manuel Asner vom Verein Grenzgänger weiß, dass vor allem Migrantinnen und Migranten innerhalb von Gesellschaft neue Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit ermöglichen. Menschen ohne Papiere, also Migrantinnen und Migranten ohne gültigen Aufenthaltstitel, werden in Deutschland jedoch vom Gesundheitssystem ausgeschlossen. Menschen ohne Papiere haben eigentlich keinen Bezug zum deutschen Gesundheitssystem an sich, weil es sozusagen Menschen, die keinen rechtlichen Aufenthaltstitel haben, also kein Recht hier zu sein, komplett exkludiert. Wir in Deutschland verbinden ja aufgrund unserer Sozialversicherung immer sozusagen die Krankenversicherung mit Arbeit. Das heißt, wer keine offizielle, formelle Arbeitsstelle hat, tut sich auch schwer, sozusagen eine Krankenversicherung dran zu koppeln, weil bei uns ja immer Arbeitgeber, Arbeitnehmer die gemeinsame Krankenversicherung bezahlen. Viele haben mittlerweile die neue Gesundheitskarte, die mit Bild ist. Früher konnte ich mich ohne Bild einfach eine Krankenversicherungskarte von jemandem nehmen und konnte zum Arzt gehen und kein Mensch hat nachgeguckt, wer jetzt sozusagen da kommt. Dem Zugang zum Krankensystem hat man versucht, Einhalt zu gebieten, indem man ein Bild auf die Krankenversicherungskarte gemacht hat.
Was natürlich dazu führt, dass mittlerweile sozusagen die aufenthaltsrechtliche Kontrolle nicht mehr allein durch die Polizei erfolgt, sondern auch im Wartezimmer oder am Empfangstresen von der Praxis, weil mittlerweile die Arzthelferin dazu angehalten ist, sozusagen den Bildvergleich zu machen. Das heißt, sie ist mittlerweile Staatshelferin. Das heißt, da wird dann oft eben auch verschleppt, Krankheit, weil das wissen dann auch die Personen und sie werden das sehr lange hinausziehen, bis sie zu diesen Notaufnahmestellen gehen. Und dann entstehen ja oft ja auch viel höhere Kosten, also wenn eine Krankheit verschleppt wird. Es bestehen gleichzeitig auf der anderen Seite aber auch informelle Versorgungsstrukturen, also gerade im Bereich der Nichtregierungsorganisationen, die sich da auch engagieren und die da auch also spezielle Sprechstunden anbieten für undokumentierte Migrantinnen, wo dann diese Personen auch hinkommen können mit ihren Krankheiten, das vortragen und dann eben auch weitervermittelt werden an privat behandelnde Ärzte, also die freiwillig das machen, die dafür auch dann natürlich auch keine Bezahlung nehmen. Da ist unter anderem das Medinetz oder die Malteser Migrantenmedizin relativ groß, wobei das Konzept nochmal unterschiedlich ist, wie beide Institutionen arbeiten. Die Malteser Migrantenmedizin, die ist hier in Wilmersdorf, die hat ein eigenes Haus sozusagen hier am Krankenhaus und versucht, Gesundheitsleistungen möglichst nah am Gesundheitssystem zu machen. Das heißt, sie bietet zum Beispiel auch oft Plätze im Krankenhaus oder in dem Krankenhausverbund, in dem System der stationären Krankenversorgung, mit denen Menschen ohne Papiere eine Krankenpflege erreichen können. Das Medinetz wiederum vermittelt eher Ärzte. Das heißt, niedergelassene Ärzte sind mit dem Medinetz verbunden. Im Medinetz arbeiten Menschen, die auch größtenteils, nicht ausschließlich, aber größtenteils aus dem Gesundheitssystem kommen. Es gibt so eine Erstberatung und dann wird versucht, sozusagen die Ärzte, die sich bereit erklärt haben, solche Fälle aufzunehmen, mit den Patienten zusammenzubringen. Darüber hinaus kann man auch sagen, dass im Migrationsbereich sehr viel dann auch an Kreativität stattfindet. Also wie man mit diesen Situationen umgeht und wie man sich dann auch Heilung oder auch Behandlung verschafft, die über diesen ganz formalen, über das formale biomedizinische Angebot auch hinausgehen. Also wir wissen da auch aus der Sozial- und Kulturanthropologie, dass Menschen dann über die Grenzen hinweg, also Medikamente zirkulieren, dass sie die von anderen Migrantinnen vielleicht in anderen europäischen Ländern erhalten, dass sie Medikamente auch zurückschicken in ihre Heimatländer oder dass umgekehrt tatsächlich dann auch zum Beispiel Kräutermedizin, rituelle Gegenstände dann auch zirkulieren, über die Grenzen hinweg dann zu uns kommen und dann hier eben eingesetzt werden, weil das ist was ist, das man nicht unbedingt eben hier vorfindet. Manuel Assner bietet mit dem Verein Grenzgänger Stadttouren an, die über die Lebensrealitäten von Menschen ohne Papiere informieren. Wir haben ihn begleitet. Wir befinden uns jetzt vor Dosteli, kulturspezifische Pflege. Ganz oft wird beim Thema Gesundheitsversorgung das Thema Pflege immer so ein bisschen dabei vergessen. Aber für viele endet die Pflege ja nicht im Krankenhaus alleine und gehen dann wieder gesund nach Hause, sondern wenn wir über ältere Menschen reden, und das kommt ja auch vor, dass sie sich in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität befinden, geht es um Pflege danach. Also sprich, was passiert eigentlich, wenn ich einen Schlaganfall habe und ich bleibe sozusagen so gehindert in meinem Alltag, dass ich Pflege in Anspruch nehmen muss von Dritten. Darauf hat sich dieses Unternehmen so ein bisschen spezialisiert im Hinblick auf Menschen, die entweder eigene Migrationserfahrung haben oder, sag ich mal, sich so einer gewissen Community zugehörig fühlen, also sei es aus religiösen Gründen, sei es aus Herkunftsgründen oder familiären Gründen. Darauf hat sich das Unternehmen spezialisiert und bietet daher auch, sag ich mal, über Netzwerk Zugänge zu Menschen ohne Papiere. Wir wollten mehr über Dosteli erfahren und haben uns mit Berat Ergün unterhalten, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Pflegeeinrichtung verantwortlich ist. Also das Hauptproblem der Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus ist auf jeden Fall die Kostenübernahme. Also viele Menschen haben nicht das Glück, dass sie dem Ganzen hinterherkommen und oder diese Kontakte haben, die das alles für sie klären. Und dementsprechend fällt es vielen halt sehr schwer, überhaupt in diesen Prozess zu kommen, um irgendwann mal Pflege in unserem Fall oder was anderes zu erhalten, was dann vom Staat oder von dem Sozialsystem finanziert wird. Genau, eine Frau, die bei uns von Dosteli gepflegt wurde in unserer WG für demente Patienten. Diese eine Frau war sehr stark dement und hatte noch keinen bestimmten Aufenthaltsstatus in Deutschland und
keinen wirklichen Pass und sowas und auch keine näheren Angehörigen. Demnach gab es keine wirkliche Kostenübernahme für sie. Wir haben sie trotzdem über Jahre gepflegt. Es waren, glaube ich, insgesamt fast 2 Jahre, die wir sie dann doch gepflegt haben und ständig auch in diesem bürokratischen Streit jetzt, was ist mit ihr, wir wollten ja auch die Kosten ersetzt haben, hat aber nicht geklappt. Wir haben sie aber nicht aufgegeben, haben sie ständig weiter gepflegt und bei uns auch in der WG behalten. Irgendwann nach knapp 2 Jahren kam es dann dazu, dass das Amt dann eingewilligt hat und die Kosten auch übernommen hat am Ende. Was kann man eigentlich da auch anders gestalten in dieser Situation? Ich glaube, das ist auf unterschiedlichen Ebenen zu beantworten. Natürlich die Leute, die jetzt auch keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, also die da undokumentiert leben. Ich denke, das ist das Erste, dass man sozusagen diesen Schritt geht, aus dieser Situation herauszukommen und ihnen eine Gesundheitskarte zum Beispiel anbietet. Also dass sie tatsächlich eben auch Anrecht haben, auch wenn sie noch nicht formal hier einen Aufenthaltsstatus haben, dass sie auf jeden Fall ein Anrecht haben, Gesundheitsversorgung zu erhalten. Gefordert wird auf jeden Fall, dass das Ganze einfacher wird. Diese ganze Bürokratie sollte ein bisschen den Menschen entgegenkommen und nicht ihnen noch mehr Steine in den Weg stellen. Angefangen dabei, dass man viel mehr Mitarbeiter einstellen sollte in den ganzen Ämtern, damit man schneller an Antworten kommt einfach und nicht, dass es sehr lange Bearbeitungsprozesse gibt. Wo der Staat seine Aufgaben nicht erfüllt, springen oft nicht Regierungsorganisationen und immer häufiger auf freiwillige Helferinnen und Helfer ein. Diese Entwicklung birgt jedoch auch Gefahren. Es ist schön, dass sozusagen auch international sozusagen sehr viel an Engagement, humanitärer Hilfe, Freiwilligendienste, Studierende gehen, Schüler gehen, bewegen sich international und versuchen da auch zu helfen. Aber ich denke, man muss sich eben auch so bewusst machen, vor welchem Hintergrund es geschieht, dass eben diese Strukturen auch schwach geworden sind, dass sie oft löchrig sind und dass das nicht mit individuellem Engagement und auch nicht mit humanitären Notreaktionen eigentlich sozusagen noch stabil aufgefangen werden kann. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, den Fokus auch wieder dahin zu richten, was natürlich nicht so attraktiv ist, weil es sozusagen nicht mit dieser Notsituation oder darauf reagiert oder Notsituationen, sondern auf diese ganz alltäglichen Strukturen und Infrastrukturen, die benötigt werden, dass eine solide und auch umfassende Gesundheitsversorgung eben für alle Bürger und Bürgerinnen einer Gesellschaft aufgebaut wird. Das heißt, die Krux ist eigentlich so ein bisschen, dass man dieses Meldeverfahren so ein bisschen trennt von unserem Gesundheitsverfahren. Also wir in Deutschland arbeiten sehr eng zwischen offizieller Anmeldung, das heißt Registrierung beim Einwohnermeldeamt und allen anderen Vorgängen aus der Sozialversicherung, sei es Rente, sei es Krankenversicherung und was auch immer. Eigentlich müsste man die Zugänge trennen, weil es ist das eine, ob ich mich offiziell in einem Land registriere und anmelde, und es ist das andere, ob ich sozusagen den grundsätzlichen Zugang zu Krankenversorgung habe. Die Millennium-Entwicklungsziele richten sich nicht nur an den globalen Süden, sondern gelten auch für Deutschland. Unsere Gesundheitsversorgung sollte deshalb allen hier lebenden Menschen zugänglich sein und niemanden aktiv davon ausschließen. Wichtig ist zu bedenken, dass Gesundheit Glück ist und nicht jeder hat das Glück, gesund zu sein. Deswegen sollten wir alle versuchen, den Menschen, die das Glück nicht haben und sogar das Pech haben, in den falschen Grenzen geboren zu sein, auf die Sprünge zu helfen, damit sie auch ein glückliches Leben führen können.